herzlich willkommen. Sie haben es geschafft. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hier ist Peter. Peter, welchen Beruf haben Sie denn noch? Ich habe Azubi. Azubi? Ja. Jetzt sagt die Regie, weil es ja kein Beruf ist. Man ist ja Auszubildender für welchen Beruf? Und Auszubildender, der hat ja wieder ein R drin, weil Azubi ist ja zu kurz. Kann passieren. Komm, 5 Pakete, 3, 2, 1, wir starten nochmal. Ihre Chance jetzt. Machen Sie es besser. Und 12 Buchstaben sein. Oh, sagen Sie bloß, Sie kennen den Beruf schon. Hallo? Sag ich doch. Sie kennen die Lösung nicht, den Beruf. So, ich muss mich jetzt mal sammeln und konzentrieren. Weil, kriegen wir nicht einfach den Anfangsbuchstaben? Es sind noch viel zu viele Buchstaben. Bei 12 Buchstaben. Jetzt lass mich nicht betteln hier. Komm, hier. Da ist er. Mit S beginnen. Super. Ist es ein SCH vorne? Sie wissen es anscheinend. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier Sabine. Sabine, und welchen Beruf suchen wir? Oh, irgendwas mit Schul oder Sach? Ja, was denn? Oder gibt's da einen Tipp? Ja, mit S beginnen. Du, ich kann dir kein Geld geben, wenn du jetzt löst. Weil irgendwas mit Schul reicht ja nicht. Und? Was ist es? 3? Ich bin 10, 2, 1. Bitte, bitte. Ich weiß, manchmal hört sich's komisch an, wenn ich sage, rufen Sie nicht an, wenn Sie keine Lösung haben. Aber das war schon wieder mal das Beispiel. Vermutungen reichen nicht aus. Ich starte jetzt nochmal mit 5 Leitungen. Und ich bitte Sie, wählen Sie sich nur ein, wenn Sie den Beruf kennen, den wir suchen. In 5, 4, klingeln. Schlaupreise. Ja, hallo. Hallo. Wer ist denn da? Dirk Jansen. Und welchen Beruf suchen wir? Schauspieler. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast gerade gewonnen. Jawohl! Alles Gute. Es hat geklappt. Soll ich jetzt hier den ganzen Gewinn durchzählen? Ich könnte dir auch ein Angebot machen, ein unmoralisches. Möchtest du 1.500 Euro? Sicher? Oder ich zähle durch? Nein, durchzählen. Es könnte auch weniger drin sein. Das macht nichts. Das macht nichts. Okay, dann zähle ich durch. Ja. Und allen anderen Kandidaten zeige ich schon mal das nächste Spiel, oder? Und du kommst schon mal ins Callcenter und gibst deine Adresse ab. Und kannst dann zugucken, auf was ich hier insgesamt komme. Ja? Ja. Du hast schon auf jeden Fall den ganzen Inhalt sicher. So, und Sie, liebe Zuschauer, Sie bekommen jetzt das folgende Rätsel. Das muss ich natürlich hier schnell auspacken. Weil das Geldbecken muss ja frei sein für die nächste Runde. So. Jetzt, jetzt gucke ich hier kurz mal nicht hin, dann stehen so viele Sachen da. Wir suchen ein Tier mit 4 Buchstaben. Sagen Sie es mir. 3, 2, 1. Jetzt sind die 5 Leitungen wieder geschaltet und ich zähle den Gewinn durch, der für den Schauspieler rausgeht. Also viele 50er, sondern die... Oh, jetzt hat es geklingelt, oder? Hallo? Ja, hallo. Günther. Ja. Wer ist denn da? Günther. Ah, und was haben Sie raus? Welches Tier passt? Der Pfau. Der Pfau passt nicht. Zieht mal gleich hier oben wegen dem F an zweiter Stelle. Und dann hier auch noch das A an vorletzter. Das sind gleich 2 Buchstaben, die nicht passen. Sag mal, gibt's denn da überhaupt noch was? Ich probiere das jetzt gleich nochmal aus. Öffne die Leitungen in 3, 2, 1. Jetzt wieder. Das Geldband läuft nochmal. Und es klingelt. Herzlich willkommen. Wer ist denn da? Da, hallo, Carola ist hier. Carola? Sie sind jetzt mittendrin. Welche Lösung haben Sie? Ja, Wolf ist mein Wort. Geht nicht wegen dem O vom Bock. Ich glaube, es hat einfach noch nicht jeder verstanden, oder? Wo liegt das Problem? Es ist schwierig, klar, aber nochmal, ich starte die Runde. 8 Leitungen. In 3, 2, 1, ab jetzt. Und nochmal zur Erklärung. Und rufen Sie nur an, wenn Sie es wissen. Oh, ja, tatsächlich. Sie wissen die Lösung. Wer ist denn da? Hallo?
Was haben Sie daran nicht verstanden, dass ich sage, nur wenn Sie es wissen, dürfen Sie anrufen? Also ich kann es mir nicht erklären, warum jemand auflegen sollte, wenn ich mich melde. Weil ich melde mich ja, wenn Sie gewonnen haben. Aber Sie können nur mit der Lösung gewinnen. Wahrscheinlich hat es der Anrufer auch verstanden. Oh, ich weiß es nicht. Zack, wieder aufgelegt. Also, nochmal. Sowieso einen tollen Geldgewinn. Verdient aber leider, leider kann natürlich nur einer. Hier live in der Sendung der Erste sein, der löst. Oh, hallo, wer ist denn da? Ja, guten Morgen, da ist der Manni aus Offenbach. Hallo, Manni. Ich würde mal sagen, was das ist der Lama. Raus? Ich würde mal sagen, das ist das Lama. L-A-M-A. Jetzt habe ich es auch nicht gesehen. Da ist ja das A an zweiter Stelle in der Maus. Oh, stimmt. Oh, komm, gleich nochmal. 10 Leitungen offen. 3, 2, 1 und los. Komm, 20.000 Euro im Jackpot. Jetzt hat es gerade geklingelt. Manni. Aus Offenbach. Ich wollte mal Slama sagen. Das ist ganz, ganz ärgerlich. Wenn... Oh, jetzt hat es geklingelt. Ja, hallo. Ja, Horst hier. Guten Morgen. Horst. Und? Was hast du? Orca, der Wal. Wie bitte? Den Wal? Orca, ja. Ach, Orca. Ich dachte schon, Wal hat doch nur 3 Buchstaben. O-R-C-A oder K-A? K. C, sagt die Regie. Und C ist im Borg schon an der vorletzten Stelle. Nein, Orca. Puh. Also wenn... Orca schon genannt wird. Wir suchen eine Antwort, die ganz normal ist. Orca ist viel zu schwierig. Kommen auch alle raus aus der Leitung, keiner ruft an. Ich muss mal mit der Regie sprechen. Wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt hier, Oma? Ich will ja hier nicht versauern, bis ich 100 Stunden warten muss. Kann da jemand draufkommen? Kennen die Zuschauer das Tier, das ihr habt? Hallo, Test, Test. Jetzt schaue ich aus wie so eine Chansonsängerin, ne? I will. Aber wenn ich jetzt auch noch anfange zu singen, dann löst, glaube ich, heute keiner mehr. Sag mal, hört man mich wirklich nicht oder wollt ihr mir einfach nur so ein Mikrofon in die Hand geben? Ist das etwa laut? Der schafft's. Da. Ja, na also, wer ist denn in der Leitung? Ja, guten Morgen, hier ist der Jörg. Jörg, Sie machen jetzt aber keinen Fehler, oder? Ich hoffe nicht. Welches Tier passt denn rein? Huhn. Jörg, ja, natürlich. Das Huhn ist 3.455 Euro wert. Ja, super. Sie haben es geschafft, Mensch. Klasse. So, und jetzt gibt's das Jackpot-Spiel. Wann haben Sie denn Geburtstag? Am 8. November. Am 8. November, also am 8.11. Dann gucken wir mal. Es ist der 12.05. Aber trotzdem 3.455 Euro. Ja, die bekommen Sie. Alles Gute. Danke. Ja, bitteschön. Und tschüss. Jetzt verabschiede ich mich natürlich von allen anderen Zuschauern. Wir sehen uns morgen wieder am Freitag um 12 Uhr. Schalten Sie ein, ich drücke Ihnen die Daumen. Gute Nacht.